Willkommen zu meinem Video. Ja, wir sind in meinem Salon. Ihr seht's ja. Gut, wartet. Wenn man so einen schönen Einbauschrank hat, dann zeigt man ihn auch zumindest ab und an. Ja, aber öffnen sollte ich die Türe überhaupt nicht. Die ist so unordentlich. Ja, hier habe ich so Sachen, so Krimskrams. Dann die nächste Tür ist tatsächlich noch leer. Und die darauffolgende ist dann Bettzeug. Naja, auf jeden Fall wollte ich mit euch heute über das reden. Und zwar über dieses Zimmerprojekt. Ja, es wird wieder Zeit, ein bisschen über das Zimmerprojekt zu reden. Ja, wie gesagt, ich habe euch vor einigen Updates, habe ich euch mal erzählt, dass ich jetzt gerade so ein Problem habe, weil ich gerade nicht weiß, wie, wo und Leo und überhaupt und sowieso und ja. Und mir dieses Zimmer gerade so gut gefällt, wie es jetzt ist. Naja, gut, also es gibt so ein paar Sachen, die noch weggeräumt werden müssten. Vor allem die ganzen Klamotten, weil das ist echt. Dann noch meine ganzen Badartikel und die Klimaanlage. Aber dann wäre das wirklich ein wunderschönes Zimmer. Ja, auf jeden Fall habe ich dieses Thema dann mit meiner Mutter beredet, geschrieben. So kann man es nennen. Also sie hat geredet, ich habe geschrieben und wir haben dann lange überlegt. Oh, mir ist gerade aufgefallen, dass ich meinen DVD-Player vergessen habe, als ich das letzte Mal was aus der Kiste drunter rausgeholt habe, wieder zurückzustellen. Ups. Naja, auf jeden Fall habe ich dann lange drüber nachgedacht und habe so überlegt und habe dann halt alles nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und ja, und dann habe ich zu Mama gesagt, mir ist dieser Schreibtisch, den ich mir ausgesucht habe, zu groß, weil der versperrt komplett das ganze Zimmer. Ja, und dann habe ich weiter überlegt und habe ich durch Zufall eher ein Bild gesehen. Und ja, eine Sekunde, ich hole es mal ganz kurz. Entschuldigt, ich habe noch parallel einen kleinen Abstecher schnell ins Bad gemacht, um mir ein Haargummi zu holen, weil ja, ich habe meine Haare furchtbar gekitzelt. Gut, meine Güte, ich sehe völlig anders aus, als ich mit YouTube angefangen habe. Das ist unglaublich. Ich bin einige Kilo leichter und ich habe eindeutig viel längere Haare. Wow, fällt mir gerade so auf. Ja, ich weiß gerade gar nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, wie mein Schreibtisch aussieht. Aber auf jeden Fall ist es einfach ein Schreibtisch mit einer Platte. Dann geht er dann halt und dann anstelle hat er so eine Seite, wo man aufmachen kann. Und nur eine Platte, also so zwei Fächer und noch so eine Schubladenseite. So, jetzt ist es so, dass das alles in allem 1,40 Meter lang ist, was nur ginge, wenn ich es hier hinstelle. Und selbst hier ist es durch die Geschichte mit dem, da käme ich nicht mehr ran. Da käme ich nicht mal mehr im Ansatz ran. Oh mein Gott, hier ist ja auch schon wieder so ein Riss. Och, das muss ich nochmal im Moment sieht man gerade überall die Risse, die sich noch durchs Trocknen bilden. Ist ganz gut, wenn man die jetzt langsam so sieht, dann kann man die nämlich dann noch zum Glück, dann, wenn dann der Maler dann nochmal kommt, verschwinden lassen. Yeah. Ja, auf jeden Fall habe ich dann zu meiner Mom gesagt, Mom, an sich ist mir das zu wuchtig. Und das Problem ist, ich plane eigentlich nach jetzigem Stand, weil jetzt gerade neu gedacht ist, mein Zimmer anders, die Aufteilung anders zu nutzen. Also im Sinne von, dass ich, oh, ich glaube, ich muss das echt nochmal hochtun. Entschuldigt. Das kitzelt furchtbar. Die Haare sind gerade in so einer Länge, wo sie jetzt anfangen zu kitzeln. So. Ja, auf jeden Fall ist mein jetziger Plan, das ist jetzt Plan 100.001. ist jetzt wie folgt. Also, ich habe diesen riesen Tischschreibtisch gekauft und den will ich nicht wegwerfen. Den werden wir auf keinen Fall wegwerfen, der wird noch verwendet, aber er wird umgeschreinert. Und zwar
werde ich die Seite mit den also wo nur diese zwei Fächer sind, die wird wie folgt dann neu behandelt. Ich werde die Fächer dann also ich nehme dann die Fächer und die Schub, also ich nehme das Fach, die Fachseite und mache dann darunter Rollen und lasse sie oben zudecken und dann habe ich so eine Art kleines also so ein kleines Schrankding. Schrank. Ich wusste nur, dass es mit Sch anfängt, aber war nicht mehr sicher, welches. Sch ja, auf jeden Fall habe ich dann so ein Schrankding. Und dann die Seite mit den Schubladen. So, da kann ich euch jetzt eine Zeichnung zeigen. Die ist nur mal ganz grob gemacht. Also da ist jetzt der Plan, dass man dann da Rollen drunter macht. Dann wird die Tischplatte hier bis zur Länge, dass man es runterklappen kann, abgesägt. Und dann kommt hier wo sind solche Füße ran? Und dann auch Rollen. Und dann wird es dann hier hingestellt anstelle von dem da. Und dann kann ich es, wenn ich brauche, das ist nämlich der Plan im Sommerhalbjahr, weil ich möchte dieses Zimmer hier im Hauptding im Sommerhalbjahr mit PC und KKG nutzen. Und im Winterhalbjahr möchte ich da drüben in dem Zimmer weiterhin mit Leo sein. Und ja, dann kommt da dann, wie gesagt, der Tisch hin. Und dann kann man den dann aufklappen, also sozusagen entweder man nutzt ihn halt als Tisch, dann klappt man ihn auf und dann hat man da die Tischdinger und kann es aber trotzdem durch die Rollen bewegen, was mir sehr wichtig ist, dass es dann beweglich ist. Oder man hat dann halt so eine Ablage, wo man Sachen drauflegen kann und mit den Schubladen. Und ja. Ja, das war so. Ich habe lustigerweise ja anfangs wollte ich an der Fred Astaire meinen Schrank, also mein Regal. Wartet, ich will ja nicht immer, dass ich es nur so laber und dann das da, dieses Regal, das den Namen The Fred Astaire bekommen hat, weil es gestuft ist. Und ich habe da einen Witz in einem Comic gesehen und den fand ich so lustig. Bob's Burgers. Das war's. Und da habe ich diesen Witz gehört, The Fred Astaires. Ich weiß gar nicht mehr, wegen Stufen. Und dann habe ich mein Regal so getauft. Und mein Einbauschrank heißt Gecke. Ja. Ich gebe den gerne Namen. Und ja. Auf jeden Fall habe ich dann. Werde ich dann, das ist dann so, dass man es dann halt, wie gesagt, beweglich hat und dass man es bewegen kann. Und das ist mir dann wichtig, weil dadurch habe ich dann die Möglichkeit, entweder diese platzschonende Variante oder, und dann kann ich es hier vor mich schieben, wo ich jetzt gerade sitze und kann dann da den PC auf diese Seite stellen und dann kann ich hier so arbeiten. Und wenn ich dann Bock habe, zum Beispiel das Fernsehen, kann ich den Fernseher einfach anmachen und das ist dann viel besser, als wenn ich es hinter mir habe und alles da dann vollgestellt ist. Ja, aber ihr werdet, also und im Sommerhalbjahr kommt dann Leo darüber, also hier jetzt, wo ihr jetzt gerade steht. Und auf ihm, also unter ihm wird dann eine Duschplane sein, damit der Dreck und so nicht so rumfliegt. Und im Winterhalbjahr habe ich so Kisten, wo jetzt gerade meine Klamotten drin sind. Und die werde ich dann 3 Stück nehmen. Da wird er dann draufgestellt, ebenfalls auf der Plane. Und kommt dann vor meinen Kleiderschrank, vor meinen neuen, der dann bald aufgebaut wird, hoffentlich. Und ja, dann wird es dann so einfach. So dann sein. Und dann habe ich hier sozusagen im Winterhalbjahr eine Art Rückzugsort immer noch. Und im Sommerhalbjahr, weil es hier drin halt wahrscheinlich kühler sein wird, ist es dann einfach auch besser, wenn Leo hier drin sein kann. Und mein PC, da ist es ja so, dass ich, also ich habe insgesamt 3 Türme, 4 Türme. Also einen mit der ist uralt, da kann ich nur die Sims 2 drauf spielen. Der bleibt drüben. Dann habe ich einmal meinen Arbeits-PC.
einen Gaming-PC und dann habe ich jetzt für den Gaming-PC, mit dem ich oft im Internet drin bin, weil der jetzt langsam so ein paar Spirenzchen macht, möchte ich den vom Internet trennen, habe ich einen Ersatz-PC und dieser Ersatz-PC wird ja dann mein Haupt-Arbeits-PC sein, mein Hauptarbeitsturm und den werde ich dann eben dementsprechend immer hin und her tragen und dadurch bleibt halt dann der Sims-PC und der Arbeits-PC da drüben. Und dann muss ich bloß im Winterhalbjahr einen Bildschirm rüber mit rüber nehmen und den anderen Bildschirm kann ich dann hier lassen und dann habe ich schnell umgebaut. Und ja, dann lasse ich aber auch meinen grünen Sessel drüben. Aber hier ist noch so ein Stuhl, der geht auch mit rüber. Und ja, dann ist es einfach ein bisschen anders, es ist jetzt anders geplant als ge also anders als geplant, weil ich hätte nie gedacht, dass mir dieses Zimmer so gut gefällt und dass ich mich hier so wohl fühlen würde, aber es ist einfach so und ich liebe dieses Zimmer so, wie es jetzt gerade ist und möchte, wenn möglich, so wenig Veränderungen im Sinne von das, was Wuchtiges reinkommt, was diese ganze Optik des Luftigen verändert haben. Ja. Gut, das ist jetzt der aktuelle neue Plan für dieses Zimmer. Ja, das wird sie ich. Also meine Kisten, die hier sind, die kommen dann auch noch nach da drüben. Aber ja, das sind dann alles noch so kleine Dinge, die dann sich verändern. Aber ja, das ist dann so der große Plan jetzt gerade. Gut, das war eigentlich alles, was ich euch zum neuen Plan erzählen kann. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das auch schon mal gemacht habt, so dieses neues Zimmer und dann tausend und einen neuen Plan. Hey, entschuldigt, ich habe gerade nur was sehr Schönes entdeckt, was mir gefällt. Nein, tatsächlich nicht. Das sieht nur so aus, als ob es gleich groß wäre. Schade. Naja, ich habe gerade gedacht, ich könnte etwas verstauen, aber es hat sich herausgestellt, dass es leider ein bisschen zu lang ist. Naja, gut. Ja, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so denkt, was bei euch gerade so los ist. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. Ups.